gelandet und wir fangen mit dem Z-Derby an. Zwischen der ZSC Lions und dem EV Zug, die Ausgangslage. Die Lions sind geführt mit 3:1 und haben im Stadion alles klar machen. Andreas Iseri. Die ZSC Lions gleich im Vorwärtsgang. Und dies ziemlich ungebremst. Toni Wirta nicht richtig angegriffen, schießt und Tor. Nach 1:12 lagen die Einheimischen bereits in Führung. Die Zuger inklusive Goli Weibel kalt erwischt. Wenige Sekunden später Strafe angezeigt gegen die Lions, Zug im Pöckbesitz und ein weiteres Foul von Marc Streit. Das bedeutete 2x2 Minuten doppelte Zürcher Unterzahl. Der Zuger Druck entsprechend groß. Aber da war zum Glück noch einer namens Ari Sulander, der diese Riesenchance von Kamichl zunichte machte. Ein sensationeller Save des Finnen. Die Zuger rannten weiter an. Durchbruch von Patrick Della Rossa, schneller als seine drei Jäger. Aber Sulanders Stellungsspiel perfekt, gleich zweimal. Die Zuger etwas frustriert, sie hatten mehrere Top-Gelegenheiten ausgelassen und dann 2 Minuten gegen Petrov in der 19. Minute. Das Powerplay mit Robitaj, Petrovicki und Gamenzin. 2:0 durch Andreas Gamenzin, 47 Sekunden vor drittes Ende. Viel Pech für Zugshüter Lars Weibel. Ein eigener Spieler hatte die Scheibe an dessen Schlittschuh gelenkt. Weibel Contre-Pied erwischt. Ein schmeichelhafter Pausenvorsprung für die zeitweilig sorglos gewordenen Zürcher. Playoff-Stimmung pur dann zwischen Roten und Stoffel zu Beginn des zweiten Abschnitts. Nach diesem schweißtreibenden Fight folgte vorzeitiges Duschen. Nach 5 belanglosen Minuten ein Zuger Lebenszeichen. Abpraller, Gianmarco Krameri, Tor. Den harmlosen Schuss von Kapanen lenkte Sulander vor Krameris Stock. Der unverhoffte Anschlusstreffer in der 29. Minute. Alles wieder offen. Nur noch wenige Sekunden zu spielen im zweiten Drittel. Mike Fischer aus ungünstigem Winkel. Holte er das Maximum heraus. 2 Sekunden vor Drittelsende. Der so wichtige Ausgleich zum 2:2. Die ZSC-Abwehr inklusive Sulander überrascht vom erstarkten Mike Fischer. Keine zaudernden Zuger mehr. Das Selbstvertrauen war zurück. Die Zürcher wollten sich für den schwachen Mittelabschnitt revanchieren mit gutem Vorchecking. Stirnimann überließ Wirta. 3:2. Toni Wirta, der Mann für die schnellen Tore heute. Diesmal hat er nur 29 Sekunden gebraucht. Weibel in der nahen Ecke erwischt. Danach aber wieder Zuger-Dominanz und wieder holte Mike Fischer aus. Pfosten aber nur. Der Ausgleich, der verdient gewesen wäre, wollte nicht fallen. Und die Gefahr von Kontern nahm zu. Helfenstein durch, gelegt von Back, Penalty. Dies in der 58. Minute. Jan Elsten nahm Anlauf und machte sein obligates Playoff-Tor. Clever ausgetrickst, der Sieg 4:2. Die ZSC Lions stehen im Final. Dank Ari Sulander. Und zum ersten Mal mit Trainer Christian Weber.